So, und dann eine kurze Pause bei Morello. Hier gibt es sogar goldene Kekse. Genau, nicht nur vergoldete Autos. Ja, vergoldete Kekse gibt es hier nämlich auch noch. Ja, also da kann man sich schon wohlfühlen, auch wenn man sich im Moment noch keine Morello leisten kann. Nö, aber das Gefühl kann man sich ja schon mal holen. Genau. Wie es wäre, wenn. So, da hier im Morello Loft, da sieht man jetzt den 82 LB. Da stehen die Maße und hier ist der Preis mit der Ausstattung wohl, wie er hier steht. Und wer sich da durcharbeiten will, den zeigen wir natürlich auch die ganze Ausstattung, die da drinnen ist. Also man sollte auf jeden Fall bei diesem Fahrzeug mit 400.000 Euro rechnen. Das ist natürlich eine ganz große Hausnummer. Würde ich auch sagen. Also, wir haben uns da mal einen anbieten lassen, der hat 300.000 gekostet. Aber das war voll ja ausgestattet. Ja, das also, war jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, oder? Das ist schon wieder 2-3 Jahre her, ja. Also. So, wir sind mal wieder unterwegs bei Morello. Üblich? Tja, gerne, immer gerne, weil man in die Fahrzeuge immer wieder gerne reinschaut. Und wir haben ja gestern mal geschaut, der Abstand vom Lenkrad zur Frontscheibe. Und da sieht man schon, das ist hier deutlich kürzer. Ganz einfach, weil es eben ein Liner ist. Und der Liner, da sitzt der Fahrersitz eben auf dem Motorblock drauf. Das ist der Unterschied. Urs, da kommst du ans Fenster hin, ja, oder? Lässig, lässig. Ohne dass was im Weg ist, ja. Auch keine also, Verrenkungen, ja. Alleiner bringt natürlich auch die Nachteile mit sich, dass er größer ist, dass er voluminöser ist, dass er höher ist und dass er teurer ist. Ja. Wir sind also die Fahrzeuge hier bei Morello, wir sind jetzt in einem 8,60 Meter Fahrzeug mit Barversion. Das ist natürlich schön. Ja. Kann man natürlich nicht meckern, ist ja ganz sieht, klar. Sieht wunderbar aus, ja. Der Tisch lässt sich ausziehen, also wirklich ein tolles Wohlfühlgefühl und jeder, der so ein Fahrzeug hatte, kann man nur gratulieren, weil es wirklich wunderschön ist. Mhm. Allein wenn ich mir schon das Cockpit anschaue, ist natürlich schon ein Augenschmaus auf Iveco-Basis. Also mir gefallen die Fahrzeuge einfach von Morello und das ist ein richtig gediegenes Ambiente. Ja, wie schon gesagt, man kann da natürlich nicht meckern, aber ich halte eine Klasse zu hoch oder 2, 3. Kommt immer auf die Perspektiven an. Ja. So, manche Leute können es sich leisten, es ist auf jeden Fall viel los hier. Mhm. Und auch wenn wir nicht zu denen gehören, die da im Moment drauf anspringen können, wollen, deswegen stellen wir es trotzdem vor, das Fahrzeug. Ja, ja, ist ganz schön schwer. Ist ja natürlich alles massiv, gell? Ja. Ja, natürlich, so die Details sind wunderschön. Gefällt mir natürlich schon. Da ist auch jede Menge Platz da unten. Ja. Also der 8,60 Meter, da merkt man natürlich schon den Unterschied. Ja, klar. Da merkt man natürlich schon den Unterschied. Da haben wir hier eine große Türe drinnen. Also ein sehr breiter Schrank. Wir sind 5 cm. Ja. Und dann haben wir hier das Bad. Das finde ich gut bei Morello, dass hier die Toilette oder das Bad abgetrennt ist. Ja, eben, bei manchen Fahrzeugen, die so in der Größe sind, da läuft man immer an der offenen Toilette vorbei. Das gefällt mir nicht. Aber hier ist abgeschlossen, das ist okay. Das finde ich gut. Ja. Tschüss. So, mit Milchglas. Und das ist total groß. Das ist gut. Also ja, man sieht hier, dass jemand drinnen ist, aber man kann die Details nicht erkennen. Ja. Anders ist hier in der Dusche. Da haben wir eigentlich auch ganz gern Milchglas, obwohl wir uns nicht schämen voreinander. Nein, wir haben kein Milchglas, sondern kein Klarglas. Ja. Und warum habe ich nicht das Klarglas so gern? Wegen der ganzen Wassertropfe immer. Da muss man nämlich jedes Mal richtig sauber machen. Mhm. Und das ist so mit manchen Mitfahrern nicht so ganz einfach. Hat ich jetzt mich gemeint? Sonst ist ja niemand dabei. Könnt ihr euch ja jetzt denken, ja? Ein Kleiderschrank, gehen wir mal zu einem anderen Thema über. Ein Kleiderschrank ist also nur dieser da dabei.
Ja, hier oben hat es aber einen Haufen Schränke. Ja, aber weniger für... War es weniger für? Für Hosen, Hosenkleider. Da hat es auch noch Fächer. Hier nur kleine Fächer. Ja, und nein, je nachdem, wie man es packt. Und da hat es so viele Fächer. Also da... Also die Ursi meint, man kann das Kleid auch reinlegen. Ja, eben. Also... Nur wegen dem Kleid. Außerdem kann man es auch in die Dusche hängen, wenn man nicht duscht. Schauen wir in die Toilette kurz rein. Ist natürlich schön groß, da hat man wirklich Platz. Hier der Dachfenster in der Dusche ist keins. Dachfenster in der Dusche, und was ist das hier? Das ist ja keine Dusche hier. Also. Toilettenraum ist natürlich groß genug. Und die Tür geht auch wieder beidseitig auf. Das ist das, was Morello hat. Was uns gefällt. Ja. Und ich denke, wir gehen wunderbar. Jetzt wieder raus. Ja. Das ist gut. Also der Fernseher ist hier in der Klappe untergebracht und kommt dann da unten raus. Aber man kann ihn auch auf der anderen Seite haben. Dann gibt es hier auch einen Auszug, wie ihn die Firma Remectro auch anbietet. Den kann man sich hier direkt einbauen lassen von Morello, oder man macht es über die Firma Remectro, die wir ja auch vorgestellt haben in einem separaten Video. Beim Doppelboden ist es natürlich eine praktische Alternative. So, da haben wir die Heckgarage natürlich alles in Morello-Qualität und Morello-Größe. Hier schon mit eingebautem Regal. Und dann den Wechselrichter oder was auch immer das ist. Vielleicht Ladebooster, den haben wir hier in der Mitte sitzen. Ein wenig schwierig, wenn man hin muss und hat Fahrräder drinnen stehen. Da muss man die nämlich vorher raustun. Aber ansonsten eine sehr schöne große Heckgarage. Natürlich auch deswegen, weil kein Kleiderschrank unterm Bett ist, wie er bei uns ist. Was auch sehr sinnvoll ist. Gell, Ossi? Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, aber für 8,60 Meter muss ich sagen, also der ist einen Meter länger als bei uns. Und ja, ich halt wieder eine ganz andere Aufteilung, aber ich habe dir ja gesagt, er hat sehr viele Oberfächer. Also ich meine, da müsste man sich arrangieren können. 8,60 Meter ist auf jeden Fall ziemlich lang. Ziemlich lang. Ich glaube nicht, dass das unsere Länge werden könnte. Nein, da können wir nämlich überhaupt keine Serpentine mehr fahren. Also ich meine, solche Serpentine, wie wir fahren. Genau, wie wir in Frankreich gefahren sind. Das war gerade richtig für unseren Gustl. Mit Schweiß auf der Stirn. Ja, genau.